Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video zum Don't Starve Regen Update. Und ihr seht schon, ich habe ein Stück Fleisch in der Hand. Das ist ein Hembett. Das ist wohl eine der neuen Waffen. Was sie noch so wirklich kann, weiß ich nicht. Hier haben wir Living Lock. Das ist auch neu, aber davon reden wir später alles. Als allererstes will ich mal natürlich über den Regen reden. Es gibt jetzt den Regen in Don't Starve. Der Regen hat eigentlich nur zwei nervige Eigenschaften. Erstens, wenn es regnet, dann macht der Regen mein Feuer aus. Ja, und das ist ein bisschen nervig. Und zweitens, wenn es regnet, dann kann es auch blitzen und donnern. Und wenn das einen trifft, macht das einem Schaden. Das sind so die generellen zwei dicken Änderungen des Don't Starve Regen Updates. Bevor wir hier erstmal weitermachen, werde ich erstmal Save and Quit machen. I said Quit, ja. Es gibt einen neuen Modus für die Sandbox Generation. So, wenn hier auf Let's Go drückt, man kann sich jetzt einstellen, viel Nahrung, wenig Nahrung. Also ich mache mal hier alles einfach auf Max. Man kann hier sagen, lange Nacht, kurze Nacht, langer Nachmittag, lange Tage, nur Nacht und so weiter. Man kann auch machen, dass es keine Nächte mehr gibt. Man kann sich einstellen, dass es Sommer-Winter startet. Viel Regen, gar kein Regen. Man kann sich hier echt alles einstellen, das ist ziemlich cool. Man kann sich die Welt riesig machen, man kann sich die Welt winzig machen. Man kann sagen, nur Sommer und es ist lauter solche Sachen. Man kann hier einstellen, ich will ganz viele Büffel. Man kann sagen, ich will ganz viele hiervon. Ich mache einfach mal alles hier auf Max. Man sieht es ja, man kann sich hier echt alles machen und man kann die Monster hier alle ein bisschen niedriger machen. Vielleicht von denen viele beispielsweise. Und ich zeige euch gleich, warum ich das mache hier. Ich habe es nämlich schon mal ausprobiert. So, wenn ich jetzt weitermache hiermit und jetzt einfach mal eine Welt generieren lasse, dann seht ihr halt mal, wie krass der neue Sandbox-Modus ist. Da reichen schon 5 Sekunden, dann seht ihr schon, was ich meine, warum das so krass ist. So, das ist jetzt meine Welt. Das hier ist das absolute Startgebiet. Es leckt wie Sau. Das liegt daran, dass hier einfach so viel Zeug ist. Wenn ich jetzt einfach mal 5 Meter hier rumlaufe, man sieht halt hier Bienen, ist einfach alles krass voll. Man kann sich jetzt die Welt echt customizen. Also ich bin keine 5 Meter gelaufen. Ihr seht, was hier abgeht. Das ist einfach viel zu krass. Das ist so krass sogar, dass meine Framerate einfach nicht hinterherkommt. Hier kämpfen irgendwelche Büffel gegen Killerbienen und die Vögel kämpfen auch gegen irgendwas. Das ist einfach viel zu krass, dieser Map-Generator, den es hier gibt. Man sieht auch die Ressourcen überall. Viel zu krass, also man muss hier nur mal auf die Minimap gucken. Da sieht man einfach gar nichts. Hier ist einfach alles auf einem Haufen. Deswegen, man kann sich jetzt echt alles, man kann sich jetzt hier echt alles customizen, wie man das will. Das ist schon mal richtig geil. So, jetzt geht's aber eigentlich weiter hier in meinem Spiel 4, wo ich bei Tag 1.11 bin, glaube ich. Genau, Continue. So, es gibt Pilze, das kann ich gerade nicht zeigen. Ich habe hier rote und grüne Pilze. Bei den Pilzen gibt es eine Eigenart. Man kann die nur sammeln, wenn die wach sind. Das heißt, jeder Pilz hat eine bestimmte Uhrzeit, wann er eben erscheint. Die einen sind tagsüber, die anderen sind eben nachmittags und die anderen sind eben abends. Ich glaube, die roten waren... Ich glaube, die roten sind tagsüber, die grünen nachmittags und die blauen habe ich jetzt gar nicht. Die erscheinen eben nur nachts. So. Was hat sich noch geändert? Es gibt Picktorches, das sind also wohl, man kann sich jetzt aus den Schweinen wohl Fackeln machen, die werden wohl sonderlich effektiv sein, da ich die noch nicht freigeschaltet habe, leider, die Picktorches, also ich glaube, man braucht dafür eben die neue Alchemie-Maschine, die ich eben auch noch nicht habe, dafür müsste ich mal ganz kurz gucken, die kann ich auch nicht bauen, das dauert einfach super lange, die zu bekommen, also Lila Gem habe ich, die 2 Loks habe ich, also die 2 Sachen habe ich schon, aber das Nightmare Fuel müsste ich halt irgendwie farmen können, das geht leider nicht so leicht. Naja, jedenfalls Gunpowder gibt es jetzt auch. Das braucht man ein Rotten Egg. Dafür nehme ich einfach mal an, dass man so ein blaues Ei verschimmeln lassen muss. Nitre, das müsste Salpeter sein. Habe ich auch schon ein bisschen was gesammelt hier. Das ist einfach in Steinen drin. So, es sollte jetzt andere Bärenbüsche geben. Ich habe bisher nur normale Bärenbüsche entdeckt. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich noch andere Bärenbüsche gibt. Das ist auf jeden Fall krass jetzt, was es hier alles so gibt. Es gibt jetzt böse Blumen, die kann ich auch mal schnell zeigen. Also hier sieht man zum Beispiel, da wäre ein grüner Pilz drin und den kann ich jetzt eben noch nicht sammeln, weil es jetzt tagsüber ist. Nur mal so als Beispiel. So, hier unten sieht man
ganz komische Dinger, hier so Pferdeteile, die da dieses Teil von Maxwell bewachen. Und wenn man da zu nah rangeht, verfolgen die einen. Und die sind richtig stark, die haben ja schon ein, zwei, drei, keine Ahnung wie viele Schweine, die schon getötet haben. Ja, das ist auf jeden Fall neu. Und jetzt sieht man hier zum Beispiel einen Pilz. Hier, den kann man eben einfach sammeln und die scheinen nachzuwachsen nach einer gewissen Zeit. Hundertprozentig sicher, ob die nachwachsen, bin ich mir natürlich nicht. Aber man kann sie ausgraben, dann ist das Loch weg und dann, dann wachsen sie sicher nicht mehr nach. Das heißt, ich denke einfach, dass die nachwachsen werden nach einer gewissen Zeit. Und deswegen kann man leider auch keine Wälder mehr abfackeln. So, was gibt es noch? Es gibt irgendwie Hundespawner, davon habe ich leider auch noch keinen entdeckt. Ich habe schon ein bisschen probiert, hier rumzulaufen und so weiter. Habe ich einfach noch nicht entdeckt. Einen Hundespawner. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Es gibt böse Blumen, was die machen, habe ich leider auch keine Ahnung. Aber die sind auch in der Nähe bei diesem Maxwell-Teil. Vielleicht hat man die tatsächlich schon gesehen. Ja. Dann gibt es Eier. Also das ist neu. Also es gibt wohl tatsächlich Eier und es gibt Teppiche jetzt. Das soll eigentlich auch neu sein. So, warte, ich guck mal nochmal. Insanity Obelisks. Achso, es gibt Insanity Obelisks. Das heißt, wenn man verrückt wird, dann gibt es diese Obelisken, die man beim Schweinekönig eben gesehen hat. Ja, ich weiß nicht, warum ich mit einem Schinken angreife. Ich tue es aber einfach mal. Autsch. Und man muss auf jeden Fall jetzt sehr aufpassen. Man kann sich nicht mehr so über Nahrungsmittel heilen, wie man das davor konnte. Dazu komme ich aber später noch. So, neue Monster. Was ist denn neu? The Knight. Der Knight war gerade, was wir, glaube ich, gesehen haben. Diese komischen Dinger, die da so hüpfen. Dann gibt es noch so, ja, so Art Fischmenschen. Die habe ich bisher auch noch nicht entdeckt. Die werden, also die sind wahrscheinlich hier. Da können wir nachher mal hinlaufen und gucken, ob wir da welche sehen. Ja, man kann jetzt so ein Meat Rack bauen. Auf dem Meat Rack kann man quasi Fleisch aufhängen. Und damit trocknet man Fleisch. Ich weiß nicht, wie effektiv das ist, wie schnell das geht und so weiter. Keine Ahnung. Jedenfalls dieser Humbert, wie der funktioniert, habe ich echt keine Ahnung. Also jedenfalls scheint es nur eine Waffe zu sein, die ich mir hier gebaut habe. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die man eben bauen kann. Man kann jetzt einen Regenschirm bauen. Der wird dann wahrscheinlich dafür da sein, dass man nicht nass wird, wenn es regnet. Beziehungsweise der soll, wenn ich es richtig verstanden habe, soll der die Blitzschläge so ein bisschen abfedern. Und ja, das ist eigentlich ganz cool. Dann gibt es einen Purple Gem. Man braucht jetzt einen blauen und einen roten Gem, wenn man die zusammen forge, sag ich mal, dann bekommt man einen lila Gem dafür. Den lila Gem braucht man eben für dieses Shadow-Dingens, womit man neue Sachen erforschen kann. Es gibt jetzt einen Feuerstab, damit braucht man also... Geil. Und das ist hier von Maxwell auch. Wie gesagt, an diesen, wenn ich das jetzt nehme, ist das eine Falle? Nee, ist nicht mal eine Falle. Das ist ja geil. Also jetzt haben wir hier einfach ein paar Felder rumzustehen. Das ist ziemlich cool. Also das habe ich auch noch nicht entdeckt. Aber ich habe ja gelesen, dass wenn man hier bei den Teilen, wo Maxwell eben seine Sachen liegen hat lassen, dass man jetzt neue Sachen findet. Und das scheint schon mal zu stimmen. Ich laufe hier einfach gerade querfeldein. Vielleicht in der Hoffnung, dass ich irgendwas Neues finde. Es gibt jetzt Guardian Picks. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich glaube, das ist, wenn man... Also man kann irgendwie den Schweinekönig jetzt angreifen. Und dann kommen, glaube ich, ganz viele Guardian Picks raus oder sowas. Das ist aber alles noch, also weiß ich nicht wirklich, wie das funktioniert. Das Teil brauche ich ja nicht. Lass ich mal hier liegen. Okay, es wird spät. Ich brauche ein Feuer. Dann mache ich mir hier gleich ein Feuerchen. So, was gibt's denn noch? Das Rainometer, das hat man in meinem Lager schon gesehen. Das zeigt eben einfach nur an, wann es regnet. Das ist so ein Schieberegler quasi, der sich ein Stück weiter bewegt. Und wenn es halt regnet, dann, oder wenn es kurz vorm Regen ist, das Teil geht halt immer weiter nach rechts. Und wenn es dann regnet, dann sieht man das. Also ist eigentlich ziemlich simpel. Bandagen eben, da habe ich ja schon mal, gezeigt. Dafür braucht man Honig eben. Dafür braucht man Honig und und Papyrus, was halt ziemlich sick ist, wenn man mal drüber nachdenkt, weil man sich dann eben am Anfang nicht mehr heilen konnte. Ich war teilweise unter 20 HP für eine sehr lange Zeit, weil es eben hier, wenn ich so ein Bärendings esse, wenn es gekocht ist, heilt es mir nur ein HP wieder auf, was halt einfach sehr wenig ist. Und die ganzen anderen Nahrungsmittel, die ich bisher ausprobiert habe, haben halt auch nicht sonderlich mehr geheilt, sondern auch nur so ein HP. Und ich glaube, das Beste, was ich hatte, war eine gekochte Eggplant. Jetzt denke ich 10 HP geheilt oder so. Sowas in dem Dreh. Also auch nicht wirklich viel.
Dafür gibt es jetzt eben, wie gesagt, diese Bandagen, die man benutzen muss. Die kann ich eben auch gerade nicht zeigen. Dann gibt es One-Man-Band. Das sieht, da hat man so ein, das ist so ein, ja, man kennt das ja, so eine Einzelunterhalter. Mit sowas kann man sich jetzt selber bauen und da kann man dann drauf spielen. Und die Beschreibung von dem Teil heißt irgendwie, selbst der schlechteste Musiker kann ein großes Gefolge um sich bilden. Dann stelle ich mir das so vor, dass man das spielt und dann folgen einem die Schweine oder sowas. Irgendwie so in dem Dreh wird das funktionieren. Wie genau, weiß ich natürlich noch nicht. Ich hatte natürlich noch keine Chance, das zu bauen. Das ist ein relativ advanced Teil, das man bauen muss. Dann gibt es eine weitere Neuerung. Für einen Kühlschrank braucht man jetzt Scharniere. Und wenn mich nicht alles täuscht, kann man Scharniere nur in Gräbern finden. Was ich ein bisschen, naja, finde ich ein bisschen ätzend irgendwie. Dass ich jetzt, also ich kann mir einfach keinen, ups, oh, da habe ich gerade nicht aufgepasst. Ich kann mir einfach keinen Kühlschrank jetzt mehr bauen, weil der eben Scharniere benötigt. Und dafür müsste ich erstmal Gräber finden und die Gräber ausgraben und so weiter. Und in der Zwischenzeit vergammelt mein Essen, bis ich das eben geschafft habe, das zu finden. Das ist ein bisschen, naja, das ist unschön gelöst, sag ich mal. So, was ist noch neu? Die Flüsse frieren jetzt auch über den Winter ein. Davor war das ja, oh fuck. War das ja nicht so. Und jetzt haben wir hier den ersten blauen Mushroom. Der ist halt dann einfach blau. Die wird man wahrscheinlich auch einfach fürs Craften später brauchen. Aber mit der Crafting-Maschine, die halt sehr advanced ist, das dauert sehr lange, bis man die wohl bauen kann. Mach mir mal schnell noch eine neue Fackel, sonst sterbe ich noch gleich. Das wollen wir natürlich nicht, bevor ich fertig bin. So, hier steht eben, Gräber haben Gems, Gears, was man eben braucht. Also, um den Kühlschrank zu bauen beispielsweise und Nightmare Fuel in ihnen. Und teilweise halt wahrscheinlich auch noch den Geist, den es davor gab. Ich denke nicht, dass es den nicht mehr gibt, aber es steht hier noch gerade gar nicht. Diese Tree Guards, also die Bäume, die aufstehen können, die droppen jetzt dieses magische Holz, das ich ja vorhin in meinem Lager schon gezeigt habe. Und jetzt sollte es eigentlich gleich anfangen zu regnen. Also heute oder morgen wird es dann mal regnen. Dann kann man das auch mal sehen. Okay, Health Insanity Effects von Essen wurde halt krass reduziert. Und das merkt man vor allem im Anfangsgame richtig dicke, dass man mit der Sanity, ich musste mir tatsächlich einen Blumenhut machen. Hatte ich davor noch nie gemacht. Davor habe ich das eigentlich immer mit Nahrungsmitteln aufgeheilt. Das kann man jetzt vergessen. Das ist nicht mehr so. Monster Meat vergammelt schneller. Blow Darts machen ein bisschen mehr Schaden. Das sind so, keine Ahnung. Tall Birds gibt es mehr öfter. Und es gibt einen Haufen magische Rezepte, aber die sind alle im Shadow Manipulator, der halt sehr schwer zu bekommen ist. Aufgrund der Zutaten, die man eben braucht, um einen Shadow Manipulator zu bauen. Das ist echt sick. Also das dauert schon ein ganzes bisschen. Und hier gibt es einfach 10 Milliarden Bienen. Aber es gibt nicht mehr so Killer-Bienenfelder, die es davor gab. Also generell ist das Spiel vor allem in der Anfangszeit schwerer geworden. Ich kann mir vorstellen, wenn man mal den Shadow Manipulator hat, dass es dann wieder leichter wird. Aber bis zum Shadow Manipulator, also ich finde, dass sie das Anfangsgame ordentlich schwer gemacht haben. Wie gesagt, ich wäre echt fast verreckt gegen die ein oder andere Spinne, gegen die ich gekämpft habe am Anfang. Um mir eben eine B-Box bauen zu können, das war einfach nicht mehr normal. Das war echt krass. So, was gibt's denn noch hier? Auf meiner schönen Liste. Ich wollte doch nochmal gucken. Ach ja, genau. Ich werde dann jetzt gleich zu den anderen Dingern gehen. Also ich werde jetzt gleich in die werde gleich in das Sumpfgebiet gehen, damit ich mal die neuen Gegner auch zeigen kann. Also ich denke, die müssten dort irgendwo sein. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es Gegner sind. Ich denke, also die kommen auch nur raus, wenn es regnet. So habe ich es zumindest verstanden. Deswegen sollte ich mich beeilen, dass ich zurück zu meinem Lager schnell komme. Damit ich das noch machen kann. So, genau, new stuff to build. Eben der Shadow Manipulator wird wahrscheinlich eine sehr große Rolle spielen. Vor allem, wenn man lange überleben will. Das ist, das ist übrigens auch neu. Das ist so ein Wespenhive, der hier jetzt sein kann. Und da sind wohl Killerbienen drin. Und davon gibt es wohl auch mehrere. Okay, jetzt haben wir das schon mal gefunden. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Habe ich wieder was Neues gezeigt. Das war zwar keine wirkliche Absicht, aber hey, was dieses Teil hier macht, weiß ich leider immer noch nicht. Also, es scheint wohl einfach nur cool auszusehen und eine Waffe zu sein. Wie effektiv die ist, kann ich jetzt auch gar nicht testen, weil ich dafür Vergleich bräuchte. Was ich jetzt mal brauche schnell, ist ein bisschen Kohle. Packen wir mal das ab. Dann kann ich mir hier gleich noch ein Stück Kohle holen. Das können wir mal wieder wegmachen. So. Habe ich denn eine Axt dabei?
Habe ich, dann schmeißen wir mal die Schaufel schnell weg. Ich brauche nur ganz kurz ein Stück Kohle, dann kann ich noch gleich ein Meat Rack bauen. Da können wir dann auch mal ein Fleisch zum Trocknen aufhängen gleich. Also ich brauche nicht viel Kohle dafür. Ich glaube, das braucht 3 Kohle. Also, warte, was braucht das? Ja, das braucht 3 Kohle und 3 Seile. Das müssten wir eigentlich alles haben dafür jetzt. Da kann ich das auch noch schnell bauen. Das ist, wie gesagt, auch neu. Und damit kann man sich jetzt Jerky machen. Das ist halt so getrocknetes Fleisch. Habe ich ja eigentlich schon mal erwähnt. Ich habe ja auch schon mal gesagt, dass es böse Blumen gibt. Die kann ich zeigen, aber die kann ich nicht holen, weil da böse Monster sind, die auch ziemlich krass sind, wie gesagt, vom Damage her. Also da unten gibt es ja diese... Ich nehme mal an, dass das die Knights sind. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Und die Guardian Picks, glaube ich, erscheinen nur, wenn man insane ist und dann irgendwas mit dem Picking macht. Das hat man ja so ein bisschen im Trailer gesehen, wie das gedacht ist. Zumindest denke ich, dass man das im Trailer gesehen hat. Hundertprozentig sicher bin ich mir natürlich jetzt nicht. Hier, das ist eine Evil Flower. Und die kann ich mitnehmen. Und die wird man wohl brauchen für, weiß ich nicht. Ich nehme die einfach mal mit und renne mal vor dem Ding weg, weil das echt krass ist. So. Jetzt sollte es eigentlich gleich mal regnen. Es wundert mich, weil mein Rainometer quasi kurz vor knapp auf Regen stand. Aber es jetzt nicht so ist. Ja, jetzt haben wir hier böse Blumen. Was der Unterschied zwischen einer guten und einer bösen Blume ist, weiß ich nicht wirklich. Ich werde als erstes mal... Ja, dunkle Blumen oder bösartige Blumen oder... Und hier Living Lock, das habe ich eben bekommen, um den, weil ich den anderen Typen getötet habe. So, jetzt brauche ich mal... Oh ja, es regnet sogar heute. Das ist super. So, dann mache ich mal mein Feuer an. Die Pilze haben für mich momentan noch keine Verwendung. Ja, genau. Die sind hier auch vergammelt. Das heißt, ja, also die vergammeln auch nach einer Zeit, die Pilze. Achso, man kann Sachen nicht mehr hier harvesten mit der Spacebar, was ich ein bisschen ätzend finde, weil ich das eigentlich mir angewöhnt hatte, jetzt die meisten Sachen mit der Spacebar zu machen. Geht leider nicht mehr. So, dann koche ich mal ein paar Sachen und am nächsten Tag schauen wir uns eben noch die anderen Gegner an, falls wir so lange überleben. Und ja, ich bin mir echt nicht sicher, was ich von dem Update halten soll. Vor allem, dass das Early Game jetzt so schwer wird, finde ich nicht so schön. Achso, wir brauchen Seile, um das zu bauen, richtig? Richtig. So, können wir es jetzt bauen? Wo ist das Ding? Hier. So, und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, genau, da kann ich jetzt Fleisch ranhängen, ein Stück. Und, genau, und es dauert, bis das Fleisch eben trocknet und dann habe ich getrocknetes Fleisch. Das ist, keine Ahnung, ob das sonderlich effizient ist oder ob das sonderlich gut ist, getrocknetes Fleisch. Jedenfalls ist es was Neues zu essen und das kann man jetzt bauen. Ich könnte eigentlich auch mal einen Purple Gem bauen. Das geht, denke ich schon, oder? Purple Gem, genau. Achso, dafür muss ich die zwei Teile mitnehmen. Habe ich ja schon mal erwähnt, also wenn ich hier einen roten und einen blauen Gem habe, die habe ich beide in einem Grab gefunden, dass ich sie ausgegraben habe. Kann man hierher gehen und sich einen Purple Gem machen. Und, ja, und damit kann man sich dann später eben dieses andere Ding bauen, das super sick ist, das man haben will, eigentlich. Wo ist es denn? Hier, das ist irgendwie die One-Man-Band, das sieht man hier so ein bisschen, das ist so ein Schlagzeug und so ein Ding. Wo ist denn der Teil? Firestuff, das suche ich alles nicht. Amulett, nee, das ist, ach, ich glaube, das ist hier unter Science Machine, genau. Ein Shadow Manipulator, das ist so ein Dreieck-Ding. Da braucht man ein Purple Gem, 2 Living Lock und Nightmare Fuel, um das zu bekommen. Das Radiometer ist eigentlich auch relativ billig, da braucht man halt 2 Gold, 2 Seile, 2 Bretter. Gunpowder, was man damit anstellen kann, weiß ich noch nicht so wirklich. Man wird wohl irgendwas in die Luft jagen können später oder als Bomben bauen oder sowas. Davon habe ich aber eigentlich noch nichts gesehen. Und hier eben Honigpulchiese oder so ist jetzt die quasi die Heilsachen. Und man sieht hier die Dark Petals, die haben Augen. Ich kann die ja mal essen, aber ich will nicht. Ja, gut, ich habe sie jetzt einfach verfeuert. Bisher, wie gesagt, die Pilze haben nur einen Zweck für mich momentan. Und zwar mache ich damit mein Feuer immer an. Achso, das haben sie auch geändert. Man kann jetzt nicht mehr ein Seil einfach nehmen und das ins Feuer klatschen. Das reicht nicht mehr, um die komplette Nacht durchzuheizen. Das geht dann doch einigermaßen schnell weg, leider. Deswegen, das geht auch nicht mehr. So, jetzt würde ich mir nur noch, wie gesagt, dass es mal regnet. Und dann würde ich mir noch gerne die anderen Gegner angucken. Und dann würde ich das hier auch schon beenden. Also... Das ist mal wieder eigentlich ein ziemlich cooles Update. Es gibt super viele neue Sachen, es gibt super viele neue Gegner und so weiter.
Was sehr schade ist, dass das nicht auf die alten Spielstände mal wieder nicht übertragen wird. Also ich glaube, man kann keine Pilze bekommen. Regnen kann es, denke ich. Man kann aber auch die ganzen neuen Gegner-Spawner nicht bekommen, die man eben hat. Und hier sagt mir, es soll regnen, aber es hat noch nicht geregnet. Ich werde auf jeden Fall noch warten, bis es einmal geregnet hat. Und wie gesagt, ich wollte mir auch die neuen Gegner noch angucken. Dafür müssen wir leider in das lila Gebiet rein. Das ist hier. Und das könnte auch schnell unser Tod sein. Aber vielleicht sind wir ja schnell genug oder schlau genug, dass wir so weit genug kommen, um das zu überleben. Dann nehmen wir uns mal das ins Inventar. Das packen wir mal aus dem Inventar raus. Und dann schmeiße ich meinen Rucksack dahin, ziehe mir die Rüstung an, habe meinen Football-Helmet und meine Rüstung. Und werde dann einfach mal rennen und mal gucken, ob ich welche davon finde. Ich habe die schon gesehen. Also ich habe schon mal... Okay. Ach so, warte mal. Vielleicht sollten wir den Speer equippen. Gut. Jetzt werden hier halt 10.000 Tentakel-Dinger kommen. Ich muss halt jetzt verdammt aufpassen. Okay. Ja, man sieht das. Rundown House. Und darin leben eben die Fischschweine-Menschentypen. Und wenn es jetzt mal regnen würde, was mir gerade sehr recht wäre, hoffentlich, bitte. Ich muss gerade sagen, es sind hier sehr wenige Tentakeln gerade nur unterwegs. Da bin ich gerade ein großer Fan von. Dann kann ich hier nur ein bisschen hier rumturnen, bis es dann gleich hoffentlich regnet. Dann können wir uns das auch noch angucken. Diese Fischgegner, die nur rauskommen, wenn es eben regnet. Glaube ich. So. Ich höre doch hier irgendwie Spinnen oder sowas. Ich muss hier echt aufpassen. Also wenn mich hier so ein Tentakel... Ja, hier nämlich. Ich sollte mich echt nicht davon treffen lassen. Das ist nämlich sehr bösartig. Die machen, glaube ich, auch ein bisschen mehr Schaden jetzt. Naja, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls haben die mir sehr viel Schaden gemacht. Und hier, es gibt, man merkt vielleicht auch, es gibt viel weniger Wege jetzt hier. Das ist meine einzige Straße, die ich im ganzen Spiel gefunden habe bisher. Und ich muss sagen, also ich habe hier schon alles erkundet, ich habe hier schon sehr weit erkundet, ich habe hier weit erkundet. Und das hier ist echt die einzige Straße, die ich habe bisher, was sehr wenig ist. Außerdem haben sie die Karte wieder ein bisschen verändert. Man sieht jetzt beispielsweise Pickhouses wieder auf der Karte, was eine gute Sache ist. Ja, das ist sehr viel wert auf jeden Fall. Und die haben auch wieder ein bisschen an den Farben gedreht. Man kann jetzt auch ausschalten, dass wenn man insane wird, diese komischen Effekte, also dass die Karte dann so wackelt wie verrückt, das kann man ausschalten. Da bin ich auch sehr froh drum. Was gibt es noch Neues? Eigentlich nicht mehr allzu viel. Das war eigentlich auch schon fast alles Neues. Ich würde halt jetzt noch warten, bis es dann regnet. Ich glaube, ich werde hier einen kurzen Cut machen. Warten, bis es regnet und mir dann noch die Gegner angucken, die neuen. Das heißt, bis gleich. So, jetzt regnet es. Man sieht schon, die Tropfen fallen munter herunter. Und wir werden mal gucken, ob jetzt hier diese Typen herauskommen aus diesen Häusern. Hallo? Hallo? Wohl noch nicht. Vielleicht muss man noch ein bisschen warten, nachdem es regnet. Es hat gerade erst angefangen zu regnen. Vielleicht kommen die auch nur nachts raus, wer weiß. Ich werde hier mal... Also ich will hier eigentlich ungern stehen bleiben, um es mal so zu formulieren. Ich werde mal warten, bis Nachmittag ist und dann werde ich hier nochmal herkommen. In der Zwischenzeit werde ich mal meinen Rucksack schnell holen gehen. Die wollen gerade nicht rauskommen. Die wollen sich nicht zeigen lassen. Ja. Okay. Dann laufen wir da nochmal hin. Jetzt mit Rucksack. Das heißt, jetzt müssen wir nochmal doppelt so hart aufpassen. Ach ja, und genau. Jetzt hat es gerade geblitzt eben. Und wenn man dann einfach stehen bleibt, dann wird man manchmal vom Blitz getroffen. Deswegen sollte man nicht einfach stehen bleiben, sondern ich glaube, man muss die ganze Zeit rumlaufen. Zumindest, wenn ich rumgelaufen bin, hat mich noch kein Blitz getroffen. Ach, guck mal. Hier sind, hier ist so einer von diesen neuen Gegnern. Ja, man sieht, die sind ultra schnell. Wow, die sind richtig schnell. Kann man denen was zu essen anbieten eigentlich? Guck mal hier. Nee, das sind tatsächlich Gegner. Einfach nur Gegner. Ich werde mal... Wow, da war übrigens gerade ein Blitz, der hat mich nicht getroffen. Zum Glück. Ja, hier ist nur einer drin. Also hier ist nur einer draußen. Das ist mir eigentlich immer sehr recht. Der bleibt auch draußen, so wie es aussieht. Okay, warte. Ja, die sind so schnell. Da muss ich echt aufpassen. Ich könnte jetzt hier auch sterben. Ich hoffe, dass ich nicht sterbe. Autsch. Ich würde nämlich gern mal...
Ich könnte auch mal meine Rüstung anziehen, ist vielleicht eine schlaue Idee. Ja. Ich würde nämlich gerne mal, der eine bleibt immer nur draußen und die anderen kommen dann erst raus. Oh krass, oh wie viele, oh nein. Das war ein Hinterhalt, huiuiui. Ja, jedenfalls gibt es jetzt hier diese Gegner, was die genau droppen, weiß ich leider nicht. Es sind sehr viele und die sind böse und, naja, und die sind sehr lustig. Und hier sieht man zum Beispiel ein grüner Pilz, weil eben Nacht ist. Krasses Update, gefällt mir eigentlich ganz gut. Was ich ein bisschen ärgerlich finde, ist, dass man an das Shadow-Teil sehr spät nur rankommt, weil man eben sehr viele Sachen braucht, um das zu machen. Ich finde, dass die Heil-Items ein bisschen schwer zu bekommen sind in dem Spiel. Ein bisschen sehr schwer zu bekommen. Momentan. Also man braucht halt hier Reeds und man braucht Honig. Beides Gegenstände, die sich nicht so einfach farmen oder bekommen lassen. Also ich glaube, ich brauche ein Reed müsste ich noch haben. Es müsste passen. Ich kann ja mal versuchen, so ein Teil zu bauen. Ich weiß noch nicht, ob ich genug Honig habe. Wahrscheinlich nicht. Das wäre dann halt nicht so schön. Jedenfalls meine generellen Gedanken zum Update sind, ich finde es ein bisschen schade, dass das Early Game jetzt so sehr schwer gemacht wird. Dass man, also ich meine, ich habe gehört, dass schon sehr viele neuere Spieler das Spiel am Anfang schon extrem schwer finden. Und jetzt mit diesem Update wird das Early Game halt nochmal so schwer gemacht. Weiß ich nicht, ob ich das für gut befinden soll, dass es halt dann neuen Spielern, die das Spiel gerade erst entdecken oder das Spiel einfach mal eine Runde spielen wollen, also oder ein bisschen Casual spielen wollen, dass die halt dann quasi so fertig gemacht werden und dann eigentlich nur noch die Chance haben, sich irgendwie mit dem neuen Creator ein super einfaches Setup zu machen, wo sie quasi, huch. Okay, das esse ich mal schnell. Was haben wir jetzt hier eigentlich geharvestet? Okay, schauen wir mal an. Ja, ess das mal. Monster Jerky. Wenn ich das jetzt esse, werde ich wahrscheinlich Leben verlieren, oder? Ja. Und Sanity. Oh, das war nicht gut. Das war keine schlaue Idee. Also ich habe jetzt hier ordentlich Sanity verloren. Ich werde noch ganz kurz gucken, ob ich jetzt eben genug Honig gerade habe. Ne, ich habe gar keinen Honig in meiner B-Box, deswegen wird das nicht passieren. Ja, damit war es das eigentlich zum Regen-Update. Ich glaube, ich habe das meiste gesagt. So viel gezeigt, wie mir irgendwie möglich war. Damit würde ich mich verabschieden. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Zum Update eben, das neu rausgekommen ist, gestern Abend. Ich finde es krass, was sich hier alles geändert hat. Also, ich finde es eigentlich ziemlich cool, wie gesagt, habe ich ja schon mal gesagt, dass es eigentlich ziemlich cool ist. Nur, dass der Anfang jetzt so schwer wird, da werden sicherlich noch einige Hotfix hinterherkommen, dass der Anfang wieder ein bisschen leichter wird. Hier dieses Honig, also man braucht halt unbedingt Bienen. Ich bin halt am Anfang rumgeirrt. Hier habe ich, glaube ich, gestartet irgendwo und bin dann hier oben rumgeirrt. Hier rumgeirrt und hier rumgeirrt. Man braucht das Sumpfgebiet, das muss man erstmal finden. Und man braucht die Bienen. Die muss man eben finden, damit man sich Heil-Items bauen kann. Bin ich kein großer Fan davon. Die Pilze an sich sind für mich bisher nutzlos. Man braucht dafür wahrscheinlich dieses Shadow-Teil, diesen Shadow-Manipulator, damit man die Pilze verwenden kann. Das finde ich auch ein bisschen schade. Also man gibt einem was Neues und dann sagt man, dann packt man es so spät ins Spiel rein, dass man es nicht benutzen kann. Ist auch ein bisschen fragwürdig, also ich weiß noch gar nicht, was ich davon halten soll. Es wird wahrscheinlich wieder neue Rezepte geben, auch für den Kochtopf, vielleicht sogar mit den Pilzen, weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht rausgefunden, aber generell ist es eine gute Idee, was sie gehabt haben, aber es ist noch nicht so gut umgesetzt. Aber ich bin mir sicher, dass da noch einiges nachkommen wird. Mit diesen Worten werde ich dieses Video hier beenden. Tschüss und bis zum nächsten Mal.